Shepard. Das ist dann wohl... Wie in alten Zeiten? Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Denken Sie, wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Wir treffen uns dort. Wenn das hier vorbei ist, dann ist Schluss mit der Galaxieretterei. Lassen Sie Platz für die ganzen Autogramme. Wir müssen nur erst die Reaper schlagen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel, eine halbe Stunde bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben, aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. Drinks auf mich. Wir sind ein Team. Shepard ohne Vakarian geht nicht, also ducken sie sich, wenn's sein muss. Das können Turianer nicht. Ich werde improvisieren. Und Shepard, verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Schicken Sie sie in die Hölle. Dafür wurden Sie geboren. Leben Sie wohl. Und wenn ich in dieser Bar stehe und Sie nicht, dann werde ich herabsehen und Ihnen Deckung geben. Echte Freunde, echte Kampfgefährten. So muss das sein. Primarch Victus, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich wollte mich persönlich revanchieren. Aber es ist traurig, dass Ihre Welt so aussieht wie unsere. Tja. Der Krieg ist überall gelandet. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet! Alles geschützt! Ich mach das. Na? Dann wollen wir noch mal noch ein paar Reaper klatschen hier. Oder ein paar Reaper-Einheiten zumindest. Ah, komm schon. Wer hat denn die dummen Mülltonnen dahingestellt, welcher Idiot? Ist es denn zu fassen? Weg da! Ich glaube, es hackt. Na, komm her. Das kriegen wir doch hin. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Ach, ich liebe diese Geschütze. Job erledigt. Das machen wir mal so zwischendurch. Na gut, weiter geht's. Ich glaube, hier hinten wird auch nichts mehr rumliegen, wo wir jetzt nur in der Zwischensequenz durchgegangen sind, oder? Nee, sieht nicht so aus. Weiter zurück geht's auch nicht. Bringen wir ins nächste Gebäude vor und schauen mal, wen wir hier noch sprechen können. Yara. Wie sind unsere Verluste? Es wurden kaum noch Verwundete hergebracht. Immerhin etwas. Wie kommen Sie klar, Liara? Das ist es jetzt, oder? Ja, das ist es. Was soll ich dazu sagen? Mir fällt ganz bestimmt in 5 Minuten was Schlaues ein. Ich habe etwas für Sie, Shepard. Ein Geschenk. Dauert nur einen Moment, wenn Sie es wollen. Was für ein Geschenk? Weißt du noch, als ich mein Bewusstsein mit deinem verbunden habe? Ich kann dir einige meiner Erinnerungen zeigen. Asari tauschen sie manchmal aus. Mit Freunden oder Leuten, die sie respektieren. Es kann auch eine Form von Abschied sein. Es wäre eine Ehre. Augen zu machen.
Ich danke. Für alles. Lassen Sie uns tun, was getan werden muss. Genau das wollen wir machen. Wie ist sein Zustand? Er blutet! Da ist sehr viel Blut! Sein Bein wurde unterhalb des Knies weggesprengt. Okay, versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Ich bin Zivilistin! Wir haben kein Medigel mehr und Ihr Chirurg wurde von einem Reaper getötet. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ich sage Ihnen, was Sie tun müssen. Sie sind jetzt seine einzige Hoffnung. Das Wichtigste ist, die Blutung zu stillen. Wie? Haben Sie Handtücher oder Bandagen? Dann nehmen Sie Ihre Bluse, reißen Sie einen Ärmel ab und... Moment, da kommt was in unsere Richtung. Warten Sie. Moment. Okay. Sie sind in unserer Zeit. Sie müssen Ihren Ärmel in Streifen reißen und daraus eine Aderpresse machen. Okay. Moment. Okay. Ich hab... Und jetzt binden Sie das direkt über seinem Knie zusammen, um den Blutfluss zu unterbrechen. Machen Sie einen Knoten. Ich versuch's. Okay. Um sein Knie. Oh, verdammt, ich krieg's nicht fest genug. Da ist so viel Blut. Nochmal. Ziehen Sie fester. Okay. Ich versuch's nochmal. Jetzt hat's geklappt, glaube ich. Tja. Im Krieg gibt's auch solche Schicksale. Sammy, wo bist du? Ich kann dich nicht finden. Schreib mir bitte zurück. Die Leute gehen da rein und wenn sie rauskommen, sind sie anders. Nicht mehr menschlich. Ich höre die Stimmen, die in meinen Schädel kriechen und flüstern. Sie hören nicht auf, bis ich dahin gehe, wo die anderen waren und zu so einem Ding werde. Oh Gott, bitte, es soll aufhören. Es soll aufhören, soll aufhören. Ich höre nicht auf die Stimmen. Ich gehe da nicht rein. Ich kann machen, dass es aufhört. Ich weiß, was zu tun ist. Bleiben Sie bei ihm. Wenn es wieder blutet, geben Sie mir Bescheid. Sie schaffen das schon. Ja, okay. Danke. Aber noch so eine Nacht werden wir bestimmt nicht überleben. Der Krieg ist hart. Als Javik. Die Rachni die Galaxie vor 2000 Jahren in die Knie gezwungen hatten, als alles verloren schien und das Ende nahte, da führte ein Wort den tödlichen Schlag. Ein Wort trieb die Monster zurück in den Höllenschlund. Und ein Wort brachte den Tod zu einem Feind, den niemand zu bekämpfen wagte. Dieses Wort lautete Krogana. Und heute erheben sich die Krogana erneut. Heute schmieden wir einen neuen Pfad und schließen unsere Galaxie als Verbündete im Sieg an. Heute! Erkämpfen wir unsere Zukunft! Nette Ansprache. Shepard, Sie haben's geschafft. Was auch immer heute noch passiert, Ihnen ist gelungen, wozu sonst keiner in der Lage war. Sie haben eine Galaxie geeint. Das ist bereits ein großer Sieg. Und keine Sorge, ich weiß, warum Sie gewinnen werden. Weil Sie die Krogane an Bord geholt haben. Oh, und Bakara lässt Ihnen Grüße ausrichten. Sie ist bereits schwanger. Es bringt eben Vorteile, der Clanführer zu sein. Aber sie besteht darauf, den ersten Morden zu nennen. Wie auch immer, gehen wir's an. Stell ich mir schön vor, wenn dann ein kleiner Krogane rumrennt. Das ist der Salarianer. Und auch noch Morden heißt. Ausgerüstet und kampfbereit in 5. Ausführung. Wunderbar. Was ich Ihnen noch sagen wollte, Shepard. Die Erde erinnert mich an mein Zuhause. Ich glaube, Sie könnten auch einen neuen Planeten gebrauchen. Schon okay. Auf Duchanka ist genügend Platz. Und wir haben einen Wachhund namens Kalros. Tja, nur dass bei uns die Natur noch existiert, bei euch nicht mehr. Wir sind bereit, Shepard. Wir warten nur auf Ihren Befehl. Wir sprechen aber erst noch mit Javik. Commander? War es zu Ihrer Zeit auch so schlimm? Schlimmer. Ich habe gehört, was der Kroganer zu seinen Männern gesagt hat. In unserem Zyklus kamen die Spezies nicht zusammen. Es wurde nicht zur Schlacht gerufen. Ich beneide sie. Wirklich? Es ist nicht mehr viel übrig. Die Zukunft ist immer noch da. Mein Volk konnte nie sagen, dass es den morgigen Tag geben wird.
Nur wenn wir heute siegen. So weit hat es noch nie jemand geschafft. Ihr Weg war lang, Javik. Länger als bei jedem anderen hier. Und ich freue mich darauf, meine Mission zu erfüllen. Aber Sie sind jetzt der Avatar dieses Zyklus. Das Symbol für den Sieg. Nicht nur für die Menschen, Turianer oder Proteaner. Für alles Leben. Alle Seelen, die je existiert haben, beobachten Sie jetzt. Schön. Das nimmt natürlich den Druck von mir. Zaudern Sie nicht. Es gibt keinen Sieg ohne schwere Entscheidungen. Ich weiß. Ich habe schon viele getroffen. Es könnten noch mehr kommen. Aber ich weiß, dass Sie es für uns alle durchziehen werden. Um jeden Preis. Wenn wir es wirklich schaffen, was machen Sie danach? Ich sehe mir die Gesichter meiner Männer in der Echoscherbe an. Ich gehe zum Kronier-Nebel und suche ihre Gräber. Ich bette ihre Geister zur Ruhe und schließe mich dann ihnen an. Sie meinen... So soll es sein, Commander. Die letzte Stimme der Proteaner hat gesprochen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ihr. Die Scherbe gehört jetzt Ihnen. Füllen Sie sie. Die Nachkommen dieses Zyklus werden... Sie werden wissen, dass an diesem Tag die Reaper untergingen. Und dass das Ihnen zu verdanken. Schade, dass das so ein bisschen abgehackt war jetzt. Das ist eine große Gabe von Javik. Das ist ein Riesengeschenk, diese Scherbe uns zu geben. Oh, was ist denn jetzt los? Da stürzt das Spiel ab. Ich fasse es nicht. Unglaublich. Na gut, ich starte es nochmal neu. Bis gleich. Da sind wir wieder an Rex' Seite. Prinzessinnen. Ja, Prinzessin, ehrlich mal. Da sind wir wieder an Rex' Seite und ich hoffe mal, dass diesmal das Spiel durchhalten wird. Da kommt tatsächlich noch kurz vor Schluss ein Spielabsturz hier. Weiß nicht, ob das jetzt sein musste. Naja, gut, was soll's. Mein Bein wird gerade angeknabbert und abgeschleckt von meiner Katze. Das ist irgendwie gerade etwas ablenkend. Au! Oh Gott! Lotte, könntest du das bitte lassen? Danke. Gut, okay, was geht ist weiter. In dieser Zone? Wir könnten sie umkreisen und mit Verstärkung überfluten. Vergessen Sie's. Ich war 3 Tage in dem Sektor. Ich saß in Big Ben fest und habe alles erschossen, was sich bewegt hat. Es ist eine verdammte Todesfalle. Nennen Sie mir einen Ort in dieser Stadt, der keine ist. So, hier haben wir die letzten, mit denen wir noch sprechen können. Major Coates ist es. Ich weiß nicht, Admiral. Unsere Starlink-Raketen sind gut, aber nur gegen konventionelle Ziele. Ach, hier drüben mit. Ein Reaper ist etwas völlig anderes. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, Major. Die Crews sollen sich fertig machen. Und dann los. Jawohl, Sir. Shepard, ich habe eine Frage. Eine große oder eine kleine? Sie ist wichtig. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie weniger Relevanz. Dann los. Die Reaper haben bei dieser Schlacht keinen Grund, nicht alles gegen uns einzusetzen, was sie haben. Ihre Streitkräfte sind verschanzt. Sie haben mehr Feuerkraft und sind uns zahlenmäßig überlegen. Daher meine Frage. Wie kommen Sie darauf, dass wir die Röhre überhaupt erreichen? Die Reaper haben die Citadel. Sie glauben, sie haben gewonnen. Die beste Zeit für einen Angriff. Wenn sie Spione oder so etwas haben, verlieren wir das Überraschungsmoment und dann vermutlich auch die Schlacht. Haben Sie Angst? Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher als bei allen bisherigen Plänen. Das habe ich nicht gefragt. Haben Sie Angst? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Es gibt keinen Platz mehr für Zweifel, Edie. Sie verstehen, was zu tun ist oder nicht. Ich verstehe, was wir erreichen müssen, Shepard. Die Reaper haben tausende von Zivilisationen vernichtet. Aber unsere haben sie nicht vernichtet. Und das werden sie auch nicht. Ich hätte es nicht besser sagen können. Zeit zum Losschlagen. Shepard, es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Der Unbekannte hat meine Herstellung vor Jahren befohlen. Jeff hat mir erlaubt, selbst zu denken. Aber erst jetzt fühle ich mich lebendig. Das verdanke ich Ihnen. Danke, Edie. Ich denke mal, Edie wird uns wohl von allen die größte Dankbarkeit zeigen, denn sie hat durch uns erst wirklich angefangen, richtig zu leben und wie ein Lebewesen zu denken.
So, Tali, bleibst noch du, bevor wir mit Anderson reden. Gleich erfolgt der letzte Vorstoß. Alles okay? Ich dachte, das würde ich Sie fragen. Shepard, ich habe Sie als Jugendlicher auf Pilgerreise unterstützt. Und dann, als die Normandy ein Cerberus-Schiff war. Wo es auch hingeht, ich bin dabei. Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Alles okay? Wie ging es Ihnen damals bei der Landung auf Runoch? Stellen Sie sich vor, das wäre keine uralte Geschichte, sondern erst vor wenigen Monaten passiert. Und Sie sehen es in diesem Zustand. Wir müssen es schaffen. Werden wir. Wissen Sie noch, was wir auf Runoch sagten, bevor Sie den Reaper runterholten? Du sagtest, ich liebe dich. Und du sagtest, Kila Selai. Ich will mehr Zeit. Ich weiß, was auch geschieht. Ich weiß. Tja, die Zeit habt ihr leider nicht. Es wird alles in diesem Konflikt enden. Für eure Beziehung ist da momentan leider kein Platz. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Keine 25% von Hammer haben sich gemeldet. Werden es noch mehr schaffen? Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Da stand aber gerade was anderes als keine 25%. Da stand gerade fast 50%. Das, was Anderson gesagt hat, klingt irgendwie weniger erfreulich als das, was da stand. Ich weiß nicht, woran ich mich jetzt halten soll. Gehen wir mal nach dem Prinzip Hoffnung und glauben einfach an die 50%. Ich sehe nach meinem Team. Es geht bald los. Ich sag den Bataillonsführern Bescheid. Wir sind bereit, wenn sie es sind. So, haben wir noch irgendjemanden, mit dem wir jetzt sprechen müssen? Ich glaube nicht, ne? Hier ist wirklich ansonsten... Mit Tali gibt es nichts mehr zu besprechen und ich glaube, hier drüben, das sind alles nur normale Soldaten. Okay, dann gibt es nichts mehr zu besprechen. Legen wir los, Anderson. Wann immer Sie bereit sind. Gehen wir, bevor die Reaper merken, was wir vorhaben. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans Haku. Es war schwer, herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Kuja! Jawohl, Sir! Johnson, Coates. Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Ich bleib bei meinem Team, aber erstmal geht's sowieso darum, eine Ansprache zu halten. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe. Stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden.
Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn, jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht allein. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und gemeinsam besiegen wir ihn. Zeit fürs letzte Gefecht. Wie gesagt, ich bleibe bei meinem Team, das ich gerade eben auch schon hatte. Garrus und Tali sollen es sein. Und mit denen stürzen wir uns jetzt ins letzte Gefecht. Gerade bei Tali ist das keine Auswahl, die auf kämpferischen Fähigkeiten begründet ist, sondern aus dramaturgischen Gründen gezogen wird. So, na dann. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas hier machen können. Ich glaube aber bald nicht. Ich glaube, wir können loslegen.